Das Gebäude ist fertig. So, da richtiger Sieg ist gleich mal die Mondsilberhalle, weil wir müssen auf Stein warten und so lange können wir Mondsilber abbauen. Ah ja, die Mondsilberhalle war das riesige Gebäude hier. Ja, der stirbt zum Glück recht schnell, wenn ich ihn treffe. Da ist er down. Das Gebäude ist fertig. So, Mondsilbermine. Wir bauen Mondsilber ab. Vorsicht, Gegner! So. Aber machen die Gegner hier ja noch gut. Was steht an? So, dann können wir als erstes die Mondsilberhalle errichten. Nied half zur Ehre. Da kommt schon wieder ein Zombie. Wir werden angegriffen. So. Die Sensenmänner sind ein bisschen resistenter. Wir werden angegriffen! Machen aber zum Glück nicht so viel Schaden. Ah ja, und ich kann das hier, auch wenn ich nicht weiß, eine Einheit wurde aufgewertet. Wenn ich keine Krieger habe. Das Gebäude ist fertig. Gibt es Arbeit gemacht? So, dann als nächstes die große Waffenkammer, sobald die Steine dafür da sind. Lasst uns anfangen. Also gleich die große Waffenkammer noch errichten. Nied half zur Ehre. Zum Glück greifen mich Speer immer an, sobald ich sie angreife und renne nicht einfach weg. Vorsicht, Gegner! Das wäre das echt doof.
Oh. Wir werden angegriffen! Da merken Sie schon, dass was nicht stimmt. Hältst du mir solche auf den Hals? Standhalten, Männer! Also ja, die Forschung von hier bräuchte ich. Frage, errichte ich dann gleich noch eine Mondsilberhalle? Einfach der Tatsache wegen, dass die Ausbildung von denen schneller geht. Das Gebäude ist fertig. Ich glaube, das Klügste ist es, wieder hier genau auf den Verteidiger zu gehen. Eine Einheit wurde ausgewertet. Eine meiner leichtesten Übungen. Okay, du bist ein Speer. Etwas anderer Speer als sonst, aber du bist ein Speer. Zum Glück kein sonderlich starker Speer. So, mal kurz hier hingehen, dass wir wieder alles hier aufdecken, weil sonst ist mir ein bisschen mulmig. Ja, mit 20, 25 Verteidigern können wir dann das Lager angreifen hier. Und einreißen. Erstmal so das einreißen, was in Sichtweite ist. Okay. Gibt es Arbeit? Ja, was wollt ihr? Was steht an? So, jetzt ist es an der Zeit, Schweinezucht zu errichten. Wir brauchen Nahrung. Ich höre. Standhalten, Männer! Ihr wünscht... Jawohl. Und los! Ja, 5 Schweinezüchter um ein Nahrungslager angeordnet reichen meistens, weil die Schweinezüchter selber ja nicht weit gehen müssen. Also, dass die Nahrung nicht weit tragen müssen, anders als Jäger. Oder Bierensammler. Schon so gut wie erledigt. Ihr wird gemacht. Jawohl. Die Schweinezucht auch etwas konsistenter ist als die der Ackerbau zum Beispiel. Ihr wünscht? Noch haben wir mehr als genug Stein. Eisen wird schon langsam knapp.
Deswegen ist es mir lieber Verteidiger, weil die kosten Eisen so viel wie Milizen, sind aber im Augenblick die stärksten Einheiten, die wir haben. Was steht an? Brauchen aber halt auch Mondsilber. Was haben sie jetzt eigentlich gekriegt dadurch? Kann Kriegshammer auf Feinde werfen. Ja, das bringt ihnen sozusagen den Erstschlag, was nicht schlecht ist. Eine Runde. Einfacher Zweihänder. Das Gebäude ist fertig. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Ja, ist auch toll, dass Zwergenarbeiter ziemlich nackig sind. Lasst uns anfangen. Ihr wünscht? Zwergenhandwerker dann wieder ganz anders aussehen. Also sie haben sich den Bart gerichtet und gefärbt. Ich höre. Die Linien müssen halten. Das Gebäude ist fertig. Wir werden angegriffen. Was wollt ihr? Und los! So, euch tue ich mal kurz alle abziehen. Was wollt ihr? Einigkeit! Denn ihr errichtet mir jetzt noch eine zweite große Waffenkammer. Dann könnt ihr wieder normal an die Arbeit gehen. Nur zu! Vorwärts, Zwerge! Ja, du baust noch an deiner Schweinezucht. Ja, und ich habe eigentlich nie drauf geachtet, so wirklich. Mal sehen, ob wir es können. Das Gebäude ist fertig. Ah, er guckt dann einfach in seinen Sack und dann hat er auf einmal Schwein. Auch gut. Also ja, unsere Ressourcenproduktion klappt. Unser Steinmetz kann auch noch weiter Steine produzieren, weil genug Stein eingelagert ist. Baumeisterkunst, oh. Aber andere haben keine besondere Forschung. So. Ihr könnt wieder handwerkern. Standhalten, Männer! Und ich würde mal sagen, dann warten wir noch, bis wir die letzte Nahrungseinheit haben. Also die letzten 10. So. Starten die Ausbildung und dann können wir speichern.
Und es gibt mal wieder einen Cut. Bis gleich.